Hallo und herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Wir haben jetzt einiges vor. Ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben, dass wir Dünger herstellen wollen noch und uns ums Gemüse kümmern. Und Samen wollten wir noch kaufen, genau, damit es da ein bisschen besser noch vorangeht. Muss ich mir aber erst nochmal genau anschauen. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wie das war. Außerdem haben wir ja noch, wir wissen, wo wir jetzt Goldelixiere herbekommen. Da können wir auch an die Injektionen machen, damit wir da mal ein bisschen was Besseres machen können, bessere Zombies erstellen können. Und wir wissen auch, wie wir den Kaufmann heilen können. Das können wir auch mal machen, aber ich glaube, als allererstes sollten wir tatsächlich uns um den Dünger kümmern. Oh, nett. Da fehlt wieder. Stahlbarren können wir machen, brauchen wir aber, glaube ich, gerade nicht. Dann machen wir hier nochmal. So. Genau. Hier waren wir ja auch noch am Fertigmachen. Nicht genug Ressourcen. Okay, da fehlt wieder Ressourcen. Passt aber schon. Ja, genau. Guckt euch an. Dünger sieht ja nicht ganz so toll aus. Oh, alles wieder voll. Ich hätte vielleicht erstmal unser Inventar anschauen sollen. Oh, ja, genau, die haben wir auch noch da. Deshalb, ja. Linsen kommen hier rein. Fehlt doch überall an allem. So, die Barren, die müssen hierher. Nägel müssen hierher. Das Ding soll kann hier rein. Das kann hier rein. Das sollten wir eigentlich eher im Dings lassen. Silbererz hätten wir auch gerne noch woanders. Dann können wir doch bestimmt die. Ah, da fehlen uns die Holzstückchen. Haben wir hier noch irgendwo Holzstückchen? Nein. Drei Stück. Das habe ich nicht geschaut, wie viele da gefehlt haben. Dann können wir auf jeden Fall hier nämlich noch was pflanzen. Pflanzen wir das doch gerade hier oben. Und das hier oben hier. So. Nein, nicht den Baum fällen. Der will ich eigentlich, dass der da steht, weil der sieht doch gar nicht schlecht aus. Okay. Müssen wir jetzt mit denen was machen? Oder wachsen die jetzt von alleine? Keine Ahnung. Ja, gut. Jedenfalls, wir brauchen Dünger. Ich glaube, wir haben echt keinen einzigen Dünger mehr. Kann das sein? Die müssen wir auch vielleicht mal Die müssten wir vielleicht auch mal alle sortieren, diese Dinger hier. Und jetzt klingelt das Telefon. Kleiner Moment, bitte. Ja, jetzt bin ich aber wieder da. So, ja, das wollten wir machen, aber ja, ich sollte mich erstmal um die Dinger hier kümmern, glaube ich. Können wir da unten langlaufen? Ja. Leider können wir nicht düngen, deswegen habe ich ja gesagt, wir sollten auf jeden Fall den Dünger gleich machen. Ja doch, ein Dünger geht. Aber dann haben wir keinen Dünger mehr. So, für Dünger brauchen wir Torf. Torf, Torf, Torf. Haben wir keinen Torf? Wo ist Torf? Torf. 200. Ja, so viel machen wir jetzt nicht. Machen wir mal. Gar nicht mehr, was haben wir für Dings gebraucht? Wir haben, glaube ich, einen Trank gebraucht. Da habe ich 10 Torf für ein Dings. Also 10 Torf für Dings. Genau. Dann sagen wir mal, ja, sagen wir mal 70 Stück. Dann hätten wir für 70 Dünger.
Und wir bräuchten aber dafür dann auch 7 Wachstumsbeschleuniger. Und Wachstumsbeschleuniger, da haben wir Asche gebraucht. Das ist, glaube ich, kein Problem. Und die Lebenslösung. Für die Lebenslösung haben wir Lösung, Leben, Gehirnmade oder gelbe Blume gebraucht. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Mit Blumen und Dings. Wie viel habe ich gesagt? 7, 10, 7 Tränke. Ja, nehmen wir mal. Ja, genau. Nehmen wir mal 10 Stück mit. So. Und dann machen wir das allererstes, bevor wir irgendwas anderes machen. Oder verkaufen, machen wir jetzt diesen Dünger. Können wir hier eigentlich auch noch irgendwo... Ja, das habe ich auch... Ja, warum habe ich die eigentlich noch mitgenommen? Die hätte ich auch wieder zurücklegen können, um Platz zu haben. Ich bin ein bisschen unorganisiert, aber das merkt man, glaube ich, gerade ziemlich. So, das hier kann hier rein, das kann rein. Das kann rein, das kann rein, das kann rein. Genau. Dann wollte ich noch schauen. Ah, die will ich eigentlich jetzt gerade nicht. Oder brauchen wir die auch noch für den Wachstumsbeschleuniger? Nee, ich glaube nicht. Haben wir noch gelbe Blumen da? Oh, wir haben auch noch gelbe Blumen da. Dann nehmen wir lieber die gelben Blumen. So, wo muss man jetzt hin? Wie war das? Ich glaube hier, oder? Gelbe Blumen. Das ist eine Lebenslösung. Ich habe ja gesagt, Lebenslösung brauchen wir, genau. Und zwar 7 Stück. Die stapeln sich, oder? Ja, genau. Noch 4 Stück. Uns geht wahrscheinlich eher noch die Energie aus, bevor wir... Wie viel haben wir denn jetzt? Hat Lebenslösung noch einer. So. Kann man... Ja, ich hätte vielleicht eher das Gehirn oder Innereien nehmen sollen. Hatten wir nicht noch... Nee, wir hatten doch noch ein zweites Regal gemacht. Dann kommt hier... Da tun wir mal den Torf rein. Ne, den brauchen wir ja gleich, shit. Tu mal die restlichen gelben Blumen rein und die Maden. So. Und das ganze Ding wird in der Alchemie Teil 1 hergestellt. Wachstumsbeschleuniger, Asche. Wir brauchen noch Asche. Hatten wir keine Asche mehr hier? Wow, keine Asche mehr da? Hat man keine Asche mehr da? Das wäre jetzt blöd. Wenn wir keine Asche mehr da hätten. Wo ist unsere Asche hin? Haben wir alle Asche aufgebraucht? Im Ernst jetzt? Also hier ist keine drin. Hier ist auch keine mehr drin. Das war ja zum Studieren, genau. Da drüben ist auch keiner. Haben wir ja auch keine. Ach du Scheiße, wir haben keine Asche mehr. Ja, dann funktioniert das natürlich auch nicht. Alchemieregal, da tun wir auch diese Dings hier rein. Oh nee, uns fehlt Asche. Na toll. Da wollte ich noch einen tun. Klasse, klasse. Asche, Asche. Ich kann auch schauen, ob wir irgendwo oben noch Asche haben. Was wollte man sonst noch machen?
Samen kaufen wollten wir noch, Gemüse kümmern. Aber Samen brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht zu kaufen, wenn wir kein Dings haben. Dann müssen wir vielleicht zwei Leichen mal tatsächlich erstmal verbrennen, damit wir mehr an Dings kommen. Genau. Wir brauchen auch noch eine Gesundheitslösung. Gesundheitslösung, Karotte, Schluck auf Gras oder Kohl. Ach, das habe ich aber auch gerade nicht hier. Um den Dings zu, um den Dings zu heilen. Ja, eine Karotte. Ich nehme mal alle Karotten mit. Oder nee. Nee, hat man nicht noch Schluck auf Gras? Naja. Da hat man, glaube ich, auch keine Asche. Das Schluss an Salz? Nee. Asche, vier Stück noch, aber das ist jetzt auch nicht so viel. Silbernuggets. Nice. Nice, nice. Nee, das machen wir nicht. Wie viele haben wir jetzt? 17 Stück. Das langt auf jeden Fall. Dann brauchen wir Asche. Führt kein Weg dran vorbei. Haben wir unten vielleicht auch noch weitere Asche hier? Nee. Okay. Asche. Dann kommt hier eine Karotte rein. Hier ist nix. Und die Lösung kommt aus den Dingern hier. Das heißt, wir müssen sie erst noch forschen, oder? Wir haben die Karotten noch nicht geforscht. Passt aber. So, Karotten wurden erforscht. Gut. So, Gesundheitslösung und Salz hieß es. Das heißt, wir brauchen den Alchemietisch, denke ich. Und zwar den ersten. Und zwar hier Karotten. Ach, haben wir auch kein Salz? Doch, wir haben Salz. Salz und Karotten. Warum geht es nicht? Es hieß eine Gesundheitslösung. Achso, halt, Gesundheitslösung. Gesundheitslösung. Aber geht auch nicht. Ach, wahrscheinlich, weil ich es auch noch nicht erforscht habe. Das heißt, ich muss auch noch die nochmal erforschen. Gesundheitsdings. Gesundheitslösung. Jetzt müsste es doch aber gehen. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Salz. Ja, so geht's. Und nicht genug Energie und ich habe auch nichts mehr zum Essen. Dann müssen wir wohl schlafen gehen. Wäre eh nicht verkehrt, jetzt mal schlafen zu gehen. Viel zu tun. Irgendwann müssen wir auch mal in die Stadt gehen und in den Dungeon gehen und weiter erforschen. So, aber wir brauchen Asche. Ich meine, eigentlich hätte ich das gleich machen sollen. Wir haben ja ein bisschen Asche, haben wir ja. Was habe ich eigentlich erst gerade gemacht? Ich bin total verwirrt. Ach ja, genau. Wir haben das Questgegenstand für Dings erstellt. Genau.
So. Gewürze. Gesundheitslösung und Salz. Damit sollten wir den Dinger helfen? Oder habe ich das irgendwie falsch gemacht jetzt? Habe ich mir das jetzt gerade falsch notiert gehabt? Ja, ich glaube, ich muss nochmal das letzte Let's Play anschauen. Ich dachte, ich hätte gesehen, dass mit der Gesundheitslösung und Salz das Heilelixier für den Dings gemacht werden kann. Aber anscheinend habe ich das falsch mir notiert gehabt. Da kriege ich nur Gewürze mit. Ich meine, das kann auch wichtig sein, aber... Ich muss es nochmal nachschauen. Ich glaube, Gewürze waren es nicht, die wir ihn verabreichen müssen. Nee. Geschmack? Er will Geschmack haben, deswegen geben wir ihm Gewürze, damit er Geschmack hat. Es macht schon Sinn. Ich muss trotzdem nochmal nachschauen, ob es auch richtig war, aber ja. Halt. Gewürze hatten wir, Heiltrank, Wachstumsbeschleuniger wollten wir machen. Und noch einen. Noch einen. Und noch einen. Dann haben wir 4 Stück. So, wo waren jetzt das Ding? Da müssen wir zum Kirchendings wieder gehen. Ich glaube, jetzt müssen wir hier rüber gehen für den Dünger. Ich glaube, das hier war es, wo wir Dünger herstellen konnten. Ja, die Säuren, das ist klar. Dünger. Spitzendünger wollten wir, glaube ich, machen. Genau. Und da können wir 4 Stück schon machen. Ich meine, das ist schon genug, um mal ein bisschen wieder was zu machen, damit da wenigstens was geht. Noch nicht so viel, wie ich es gerne hätte, aber immerhin. Immerhin. Ach, gut. Gefäße nochmal. So. Ja, jetzt kriegen wir auch für den Dings, für weiteres Dünger. Die werden wir gleich verbrennen. Hä? Habe ich hier nicht gerade reingesetzt? So. Komisch, das geht irgendwie nicht. Warum geht das hier nicht mit den Pflanzen hier rein? Irgendwie ist es seltsam. Haben wir noch Melonen? Melonensamen? Karotten? Nee. Rüben? Kohl? Kürbis. Ja, Kürbis wollten wir machen. Das geht aber nicht. Aber wir haben, glaube ich... Ja, wir können hier Kürbissoße... Ach, scheiße! Er hat es falsch gesetzt. Ich wollte es eigentlich hier reinsetzen. Naja, gut. Jetzt ist es zu spät. Was soll's? Was soll's? Was soll's? Ich glaube, das hier waren Linsen, Kürbisse, dann waren das Zwiebeln, genau. So. Gut. Ach, die hätte ich auch wieder... Naja. Alles verpeilt, alles verpeilt. Oh, Kürbiskern. Kommt natürlich auch noch rein. Hier brauchen wir das Dings. Hier bräuchten wir dafür. Ich setze jetzt überall schon mal den Dünger rein.
manchmal macht das irgendwie gerade nicht so richtig, wie ich es gerne hätte. So. Linsen. Deswegen, ich habe, glaube ich, immer Dünger reingesetzt gehabt und das war's. Oh, die sind auch schon fertig. Wie geil. Ja, da ich die Leiche verbrenne, ist es jetzt nicht ganz so eilig. Leeres Beet, genau. Hä? So, und hier. Gut, können wir hier weiter einpflanzen? Ja, das geht. Das geht auch. Das geht nicht. Haben wir denn noch Zwiebelsamen? Ja, da haben wir noch. Aber ich glaube, das war's dann auch schon. Gut. Jetzt lasst uns noch schnell die Zwiebeln und alles. Können wir die auch noch irgendwo reintun? Nee. Aber die können wir hier reintun. So. Gut, das war das hier. Dann würde ich ganz selten sagen, bevor ich die Folge beende, gehen wir noch runter und verbrennen schnell die Leiche. Wir brauchen nämlich noch Asche für weitere Dinger. Achso, halt. Die ist ja im Lager drin. Ich schaue jetzt gar nicht nach, ob das eine gute Leiche ist oder nicht, da wir noch keine Injektionen haben. Und eh erst einmal Asche brauchen. Nein, nicht legen. So. So, und damit würde ich die Folge mal beenden. Und in der nächsten Folge können wir mal schauen, ob wir vielleicht ein paar Dinger kaufen noch. Ein paar Kürbissamen. So, ich mache nur ganz kurz, damit er speichert. Ja, ich würde sagen, jetzt holen wir uns als nächstes Kürbissamen. Solange noch hell ist. Dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen Kürbis säen. Dann schauen wir mal, ob er ein paar Sachen, ein paar Dinger machen können, um Kisten machen können, zum Verkaufen machen können. Und danach hätte ich gesagt, schauen wir mal, ob wir die Injektionen fertig kriegen. Ich glaube, das ist unser nächster Fall, was wir alles machen wollen. Ich muss auch mal schauen, ob man vielleicht nicht noch einen besseren Dünger hinkriegen. Ah ne, den muss man ja noch lernen, gell? Den muss man ja noch lernen, den besseren Dünger. Was kostet denn der? 35. Ja, dass wir vielleicht den Spitzendünger 2 lernen, weil ich glaube, dann kriegt man noch mehr besseren Dünger raus, um besseres Zeug rauszukriegen. Das könnte ich mir gut vorstellen und dann mal von den silbernen auf den goldenen gehen und dann richtig mal, hier abkassieren mit Geld. Dann funktioniert das mit dem Geld auch richtig gut. Ich würde sagen, langsam läuft's, was auch geldmäßig angeht, dass da richtig was abgeht hier. Finde ich richtig gut. Gut, wie dem auch sei, ich sag mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.